Kristallkugeln, Gläserrücken und Kartenlegen. Für viele ein sinnloser Hokuspokus. Doch für Carla Gerland eine große Leidenschaft. Bis ihre Prophezeiung zur grausamen Realität wird. Der Tod. Was soll das heißen? Das heißt, dass du in Gefahr bist. In Lebensgefahr. Nur Stunden später hat ihre Kundin einen schweren Verkehrsunfall und schwebt in Lebensgefahr. Der Unfall ist auch unter sehr mysteriösen Umständen zustande gekommen. Und plötzlich steht die 38-Jährige unter dringendem Tatverdacht. Eine Hexenjagd beginnt. Ich habe den Unfall vorausgesagt. Da kann man mir doch keinen Strick draus drehen. Ich bin Isabella Schulien. Ich werde herausfinden, was wirklich hinter dem Verkehrsunfall steckt. Die Sekretärin Carla Gerland sieht es als ihre Berufung, als Wahrsagerin zu arbeiten. Die alleinerziehende Mutter einer Tochter legt Freunden, Kollegen und Bekannten die Karten und sagt ihnen die vermeintliche Zukunft voraus. Heute hat sie drei Frauen aus der Nachbarschaft zu Besuch. Also, da wollen wir jetzt mal in Petras Zukunft schauen. Gibt's da auch eine Karte für den ganz großen Reichtum? Die Karten lassen sich nicht täuschen oder beeinflussen. Aber du hast dir ja eh schon immer alles genommen, was du wolltest. Ja, nur kein Neid. Ach nee, hört endlich mal auf damit. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr hier so rumzickt, dann hätte ich mir überlegt, dich mitzunehmen. Na los, weiter jetzt. Petra ist dran. Das Rad des Schicksals. Der Teufel. Und der Tod. Der Tod. Der Teufel und der Tod? Was soll das heißen? Das heißt, dass du in Gefahr bist. In Lebensgefahr. Wenn ich du wäre, würde ich morgen nicht das Haus verlassen, sonst... Was sonst? Sonst geschieht ein furchtbares Unglück. Nach einem dramatischen Abend beginnt für die 38-Jährige am nächsten Morgen wieder der Alltag. Sie muss ihre Tochter zur Schule bringen. Die Hobbywahrsagerin ahnt noch nicht, dass sich inzwischen tatsächlich ein Unglück ereignet hat. Mama, ich komme auch alleine in die Schule. Ach was, ich fahr dich schnell hin. Komm. Du bleibst aber im Auto und fährst gleich wieder weiter, okay? Was ist denn los? Schämst du dich für deine Mutter? Morgen! Wollen Sie zu mir? Sind Sie Carla Gerland? Ja, wieso? Ja, Kriminalpolizei, Dirk Niebler, meine Kollegin Mennerich. Wir müssen Sie zur Klärung eines Sachverhaltes mit auf die Dienststelle nehmen. Ist was passiert? Ja, es liegt Anzeige gegen Sie vor. Naja, und wir müssen nun klären, ob im Zusammenhang mit einem Unfall eine Straftat vorliegt. Diesbezüglich müssen wir auch genau wissen, wo Sie sich zwischen gestern Abend und heute Morgen aufgehalten haben. Also, wenn Sie dann so freundlich wären, uns zu begleiten, bitte. Ich verstehe nicht, was für ein Unfall? Und was habe ich damit zu tun? Ja, vielleicht ist es wirklich ein selbstverschuldeter Autounfall gewesen. Aber wir müssen auch Hinweisen nachgehen, dass Sie mit diesem Unfall in Verbindung stehen. Kommen Sie bitte mit. Ja, also. Anna, nimm doch bitte den Bus zur Schule. Ja, ich mach dir keine Sorgen. Das kommt alles in Ordnung. Kommen Sie bitte mit. Mhm. Natürlich.
Hören Sie, ich möchte jetzt endlich wissen, was hier los ist, sonst beantworte ich keine einzige Frage mehr. Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Peter Kaiser hat heute Morgen einen Autounfall. Sie liegt mit schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation. Ob sie überleben wird, ist noch unklar. Das ist ja furchtbar. Und was habe ich damit zu tun? Ja, Peter Kaisers Lebensgefährte Martin Heidemann hat Strafanzeige gegen Sie erstattet. Ach, natürlich. Das hätte ich mir auch denken können. Er hat ausgesagt, Sie hätten ein Motiv. Außerdem meint er, Sie hätten den Unfall angekündigt in einer Art Prophezeiung oder so. Jetzt müssen Sie mir noch mal erklären, wie konnten Sie diesen Unfall vorhersehen? Ich bin Wahrsagerin. Ich habe seherische Fähigkeiten. So eine Art sensitive Begabung. Ich kann das Schicksal spüren. Ja, die Karten lügen nicht. Wenn überhaupt, ist der Unfall der Beweis, dass ich recht hatte. Petra hätte auf mich hören sollen. Ja, da bin ich jetzt doch noch etwas skeptisch. Der Unfall ist auch unter sehr mysteriösen Umständen zustande gekommen. Es ist noch überhaupt nicht klar, wieso Petra Kaiser überhaupt von der schnurgeraden Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren ist. Na, dafür kann es doch viele Gründe geben. Jetzt hören Sie mal zu, das Auto war erst ein halbes Jahr alt. Es gab keine Bremsspuren, die Straße war trocken, kaum Verkehr. Alles schon sehr eigenartig. Wir müssen deshalb in alle Richtungen ermitteln. Aber ich kannte die Frau doch nur flüchtig. Ich bitte Sie, Petra Kaiser wohnt in ihrer Nachbarschaft. Außerdem hat Martin Heidemann ausgesagt, dass sie schon vermehrt Streitigkeiten mit dem Unfallopfer hatten. Ja? Ich lasse mir hier nichts anhängen von Ihnen. Ich möchte mit einem Anwalt sprechen. Kann ich einen Anwalt bekommen? Ja, natürlich, den kriegen Sie. Carla Gerland ist völlig aufgelöst. Ist ihre Prophezeiung tatsächlich wahr geworden? Isabella Schulien muss helfen. Guten Tag, Frau Gerland. Danke, Frau Schulien, dass Sie gleich gekommen sind. Kein Problem. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Ich würde mit meiner Mandantin gerne alleine sprechen. Wir sagen Bescheid, wenn wir fertig sind. Natürlich. Danke. Frau Gerland, ich will ganz ehrlich sein, aber das mit der Vorhersage, das muss doch auf die Polizei seltsam wirken. Das müssen Sie doch zugeben. Wieso? Ich habe den Unfall vorausgesagt. Da kann man mir doch keinen Strick draus drehen. Daraus nicht, aber Sie haben sich auch nicht gerade geschickt verhalten. Ich meine, warum haben Sie eben erzählt, dass Sie Frau Kaiser nur flüchtig kennen? Sie wohnen in derselben Straße und Ihre Töchter sind miteinander befreundet. Na, ich wurde doch von denen total überrumpelt. Sie haben ja keine Ahnung, was ich für Panik hatte wegen der Anschuldigungen. Und was passiert jetzt? Muss ich in U-Haft? Nein, das nicht. Sie werden ja nicht mal als Beschuldigte geführt. Man hat Sie jetzt mal als Zeugin vernommen, zumindest vorerst. Also für U-Haft reicht das nicht. Und die Anzeige? Ja, wir wissen ja nicht mal, ob überhaupt eine Straftat vorliegt oder nicht doch ein selbstverschuldeter Unfall. Aber wenn, dann wäre das ein ganz unglücklicher Zufall. Na, Zufall war das ganz sicher nicht. Für Sie will ich das besser mal hoffen. Ich schlage vor, ich bringe Sie nach Hause und dann reden wir in Ruhe über alles. Okay. Ich hole nur noch schnell meine Jacke und die Tasche aus dem Büro. Ich warte dann im Flur auf Sie. Ich bin gespannt, was meine Mandantin noch alles erwartet. Im Moment wird ja der Unfall mal kriminaltechnisch untersucht. Und wir müssen erst mal die Ergebnisse der medizinischen und toxikologischen Untersuchung abwarten. Erst dann wissen wir, was wirklich passiert ist. Was ein unglücklicher Zufall? Oder steckt noch mehr dahinter? Tja, also ich will nur hoffen, dass Frau Kaiser überlebt und dass meine Mandantin sich nichts zu Schulden kommen hat lassen. Die Juristin fährt Carla Gerland nach Hause. Vor dem Haus steht ein Mann, der offenbar auf die Wahrsagerin gewartet hat. Er ist völlig außer sich. Bist du ja, du alte Hexe. Weißt du eigentlich, was du angerichtet hast? Was soll das? Lassen Sie die Frau in Ruhe. Was wollen Sie? Wer sind Sie überhaupt? Isabella Schulin, ich bin die Anwältin von Frau Gerhard. Und wer sind Sie? Das ist Martin. Er lebt mit Peter zusammen. Ach, der Herr, der die Anzeige erstattet hat. Ganz genau, da bin ich. Mit solchen Anschuldigungen sollten Sie sich in Zukunft mal zurückhalten. Nicht, dass Sie sich selber noch strafbar machen wegen falscher Verdächtigung oder übler Nachrede. So eine Unverschämtheit. Der Einzige, der hier aufpassen sollte, das ist Sie. Du hast sie doch nicht mehr alle. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass meine Mandantin etwas mit dem Unfall Ihrer Lebensgefährtin zu tun hat? Fragen Sie sie doch mal. Ich weiß ganz genau, dass du das eingefädelt hast, die ganze Sache. Sie hören jetzt auf, meine Mandantin zu bedrohen. Ja? Am besten, Sie verschwinden. Ach. Kommen Sie. Das war ja ganz schön heftig. Passiert sowas öfters? Sie haben ja keine Ahnung, wie oft er mich schon als Hexe beschimpft hat. Dieser Herr Heidemann, warum beschuldigt er Sie eigentlich? Und was meint er vor allem mit seinen Andeutungen? Ach, Martin hat einfach keine Ahnung von dem, was ich tue. Für ihn ist das alles nur Hexerei. Na, ehrlich gesagt glaube ich auch nicht an willkürliche Prophezeiungen. Und wie kamen Sie überhaupt darauf, dass Petra Kaiser in Gefahr ist? Schauen Sie,
Diese drei Karten habe ich gestern für Petras Zukunft gelegt. Den Teufel, den Tod und das Rad des Schicksals. Diese Kombination, das bedeutet, dass etwas Schreckliches, Unvorhergesehenes passiert. Ich bitte Sie, das ist doch alles Hokuspokus. Na gut, also manchmal, da trickse ich ein bisschen, sodass die ganze Sache dramatischer wirkt. Und was meinen Sie jetzt genau mit Tricksen? Naja, ich mische halt zum Beispiel die Karten so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ich genau so eine Karte ziehe, die ich gut gebrauchen kann für die Weissagung. Naja, und dann besorge ich mir noch ein paar Informationen über die Kunden. Und welche Informationen hatten Sie über Petra Kaiser? Meine Tochter Anna hat mir gesagt, dass Petra eventuell in Gefahr wäre. Anna, bist du das? Ja, natürlich, wir setzen uns ein. Komm doch mal bitte her. Hallo. Anna, das ist meine Anwältin. Isabella Schulien. Hallo, Anna. Hallo. Anna, ich habe Frau Schulien gerade erzählt, dass du und Franzi euch Sorgen um Franzis Mutter gemacht habt. Ah, das ist Petras Tochter. Ja, und warum hattet ihr Angst? Weil Franzis Vater letzte Woche aus dem Gefängnis gekommen ist. Der saß einige Jahre. Ach, das ist ja interessant. Und jetzt denkt Franzi, dass ihr Vater eine Bedrohung für ihre Mutter ist? So habe ich es mitbekommen, ja. Wie heißt Franzis Vater und warum war er überhaupt im Gefängnis? Ehrlich gesagt will ich mich da nicht einmischen. Wenn Sie es genau wissen wollen, sollten Sie selber mit Franzi reden. Gut, das kann ich machen. Dann war der Mann da draußen gar nicht der leibliche Vater von Franzi. Nein, das war nur ihr Stiefvater. Okay. Oh, schon wieder eine Anfrage fürs Kartenlegen? Das kann doch nicht wahr sein. So viele Kunden. Das ist der Hammer, wie schnell sich das rumspricht. Naja, viele glauben an Wahrsagerei. Und gibt es da eine bessere Werbung als eine erfüllte Prophezeiung? I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. Der Hinweis auf Annas Freundin Franziska und deren Vater ist eine ganz interessante Spur. Vielleicht hat seine Entlassung aus der JVA ja doch etwas mit dem Unfall seiner Ex-Frau zu tun. Oder vielleicht ist meine Mandantin in den Unfall verwickelt. Vielleicht wollte sie sich einen Werbeeffekt damit verschaffen, was ihr in der Tat ja auch gelungen ist. Ich hoffe aber schwer, dass das nur eine Theorie ist und auch so bleibt. Ich werde mich jetzt erstmal bei der Polizei erkundigen nach dem aktuellen Ermittlungsstand und nach Franziskas Vater. Ich sag's dir, die Hexe hat ihre eigene Prophezeiung wahrgemacht. Entschuldigung? Isabella Schulin, ich bin die Anwältin von Frau Gerland. Darf ich fragen, woher Sie von der Prophezeiung wissen? Also wir waren gestern dabei gewesen und deswegen haben wir gerade eben bei der Polizei unsere Aussage gemacht. Ach, sind Sie Freundin von Frau Kaiser? Wie war das denn gestern Abend? Können Sie mir das vielleicht kurz erzählen? Also eigentlich wollten wir uns nur einen schönen Abend machen und etwas Spaß haben. Und dann das, exakt wie gestern Abend vorhergesagt, passiert Petra heute ein schlimmes Unglück. Hat Sie diese Vorhersage beunruhigt? Na, natürlich. Wir waren total geschockt und sind gestern sofort gegangen. Es ist alles so schrecklich. Wir hoffen, Petra kommt durch. Wenn sie stirbt, hat Franziska niemanden mehr außer ihrem Stiefvater. Ihr richtiger Vater sitzt ja im Gefängnis. Na, ich sehe schon, Sie sind bestens informiert. Aber Sie sollten trotzdem vorsichtig sein und die Gerüchteküche nicht weiter schüren, weil wir wissen ja noch nicht, ob wirklich jemand anders für den Unfall verantwortlich ist. Petra Kaiser liegt noch immer im Koma. Tochter Franziska und ihr Stiefvater versuchen zu Hause, den Mut nicht zu verlieren. Die beiden verstehen sich gut. Franziska sieht in dem 38-Jährigen einen Vaterersatz. Beide plagt die Frage, wie konnte es zu diesem schrecklichen Unfall kommen? Hast keinen Appetit, ne? Mama ist stark, die schafft das schon. Warum macht sie sowas? Gegen ihren Baum fahren? Also ich denke nicht, dass das ein Unfall war. Und ganz bestimmt auch kein Selbstmordversuch. Da hat irgendjemand nachgeholfen. Entweder Carla, diese Hexe, oder vielleicht sogar dein Vater. Ich hatte immer schon Angst, dass er Mama was antun würde, wenn er wieder aus dem Knast heraus ist. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, falls er dahinter steckt, dann mache ich ihn fertig. Jetzt mach dir nicht so viele Sorgen, okay? Mama ist stark, die wird das hinkriegen. Ich muss dann auch los. Ich will Mama noch in der Klinik besuchen. Ja, und dann muss ich auch schon wieder zurück in die Spedition. Oh.
Franziska hatte nie ein besonders gutes Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater. Nachdem der wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hat Franzi den Kontakt zu ihm abgebrochen und ihn seit 5 Jahren weder gesehen noch gesprochen. Hey Franzi! Oh mein Gott, bist du groß geworden. Was willst du denn hier? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Nee. Und jetzt hau ab hier. Aber, Mann, du bist ja mein Mädchen. Ey, der Gedanke an dich... Lass mich. Der Gedanke an dich hat mir geholfen, diese 5 Jahre zu überstehen. Ich wollte dich einfach nur wiedersehen. Tut mir leid, wenn ich dich hier so überfalle, aber hätte ich vorher angerufen, hätte ich womöglich deine Mutter oder ihren Macker am Telefon gehabt. Ey, warte. Lass mich in Ruhe. Tut mir leid, wenn ich dich hier so überfalle, aber ich wollte dich da einfach nur wiedersehen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir uns vielleicht in nächster Zeit öfter sehen könnten. Mann, du bist so meine Tochter. Ich gebe dir die Zeit, dich daran zu gewöhnen. Wie geht's eigentlich deiner Mutter? Wie sie geht? Ich bin gerade auf dem Weg zu ihr. Ins Krankenhaus. Wie ins Krankenhaus? Was hat sie denn? Ich wusste ja schon immer, dass Carla einen Knall hat. Aber das jetzt schlägt alles. Ich halte ja normalerweise nichts von diesem ESO-Quatsch. Aber jetzt? Wir alle fragen uns natürlich, ob Carla nicht wirklich eine Hexe ist. Behaupten ja viele, dass sie wirklich in die Zukunft schauen kann. Das sagen die einen. Die anderen meinen, Carla ist so böse, dass sie selber für das Eintreten der vorhergesagten Dinge sorgt. Jedenfalls haben die Leute Angst. Also in der ganzen Nachbarschaft gibt es kein anderes Thema im Moment. Ja, wie gesagt, ich kann sie nur davor warnen, solchen Unsinn zu verbreiten, der dem Ruf meiner Mandantin schadet. Welchen Ruf? Als Hexe? Also wenn Sie gestern dabei gewesen wären, würden Sie bestimmt auch davon ausgehen, dass Carla den Unfall absichtlich herbeigeführt hat. Wieso? Na, so wie die beiden sich angezickt haben. Ja, die sind sich schon lange nicht mehr grün, seit Jahren nicht. Und warum nicht? Weil sie sich mal um denselben Mann gestritten haben. Martin. Und Petra hat gewonnen. Ach, und trotzdem hat sich Frau Kaiser die Karten von meiner Mandantin legen lassen. Naja, wir dachten, das wird interessant und haben sie überredet, mitzukommen, um etwas Spaß zu haben. Was willst du denn hier? Sag mal, was ist mit Petra? Wieso ist sie im Krankenhaus? Das macht dich einen auch so unwissend, ja? Ich meine, wenn ich rauskriege, dass du an ihrem Auto rumgefummelt hast, ich schwör's dir, dann bring ich dich um! Was für ein Auto? Hat das einen Unfall, oder was? Mach dich einen auch so unwissend, ja? Atme doch mal durch. Du hast bestimmt mit Carla, dieser alten Hexe, gemeinsame Sache gemacht. Nein! Komm, weißt du was? Verschwinde von dir und lass meine Familie in Ruhe! Hau ab hier! Atme doch mal durch. Wie bist du da drauf? Wenn du noch mal hier auftauchst, lass meine Familie bloß in Ruhe! Komm nie wieder hier! Ja. Sonst passiert was! In dieser Firma macht Franziska, die Tochter der Verunglückten, ihre Ausbildung. Sie hat ja schon befürchtet, dass ihr leiblicher Vater eine Gefahr für ihre Mutter ist. Und jetzt gab es tatsächlich diesen schweren Verkehrsunfall. Ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Guten Tag. Sind Sie Franziska Kaiser? Ja, das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Isabella Schulin, ich bin die Anwältin von Carla Gerland. Und Ihre Tochter Anna hat mir gesagt, dass Sie sich Sorgen um Ihre Mutter machen, wegen der Haftentlassung Ihres Vaters. Ja, ich hatte immer Angst, dass er irgendwas anstellen könnte. Vor allem, dass er meiner Mutter was antun würde. Aber wieso sollte er so etwas tun? Naja, er gibt die Schuld seiner Verurteilung meiner Mutter. Er denkt, ohne sie wäre er nicht im Knast gelandet. Und weswegen war Ihr Vater im Gefängnis? Ja, er hat bei einer Kneipenschlägerei jemanden ziemlich blöd erwischt. Und derjenige ist dann später an seinen Verletzungen gestorben. Er ist dann einfach abgehauen und dachte, niemand hätte ihn erkannt. Aber meine Mutter hat dann die Polizei verständigt und später auch im Prozess gegen ihn ausgesagt. Das war natürlich nicht so schön. Nee, natürlich nicht. Er denkt aber, meine Mutter wollte ihn nur loswerden und hat ihn deswegen verpfiffen. Sie war damals schon heimlich mit Martin zusammen. Und mein Vater und Carla waren da natürlich die Betrogenen. Moment mal, also Ihr Stiefvater war mal mit meiner Mandantin liiert? Ja, wussten Sie das nicht? Ich bin überrascht, wie gut sich alle Beteiligten kennen. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert, dass sich Ihre Mutter bei meiner Mandantin die Karten legen lässt, wenn sie doch jetzt mit dem Ex von meiner Mandantin zusammen ist.
Naja, aber vielleicht wollte sie damit nur demonstrieren, dass sie keine Angst vor Carla hat. Ja, und diese könnte das dann leicht als Lachreaktion nutzen. Franziska, tut mir irgendwie leid. Ihre Mutter hatte einen schweren Autounfall. Der Vater war 5 Jahre im Gefängnis und kommt jetzt als Täter in Frage. Aber die Information, dass meine Mandantin mal mit dem Lebensgefährten der Verunglückten liiert war, die kam für mich sehr überraschend. Ich will jetzt von Carla Gerland wissen, warum sie mir das verschwiegen hat. Denn damit hat sie ganz klar ein Motiv.